Erzähl mir nicht. Ich habe gerade einen Wirkschuh nachgeguckt. Junge, 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 Junge. Da hätte ich hier noch Stunden verbracht und wäre nicht drauf gekommen. Hätte die Schublade mal ein bisschen. So, die Schublade ein bisschen reparieren. Da ist ein Geheimfach drunter. Selbstverständlich. In der klemmenden Schublade ist ein Geheimfach drin, was ich aufkriege. Da ist das Rezept drin. Der Krähen. Ich brauche sicher eine Alraune, eine Yoruga, 2 Unzen Trashbart, etwas, das Krähen anlockt und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern, vermutlich, alles zusammen wird im Glas erhitzt. Kein Problem, da kommt man von selbst drauf. Das ist ein Geheimversteck in der Schublade. Erzähl mir nix. Yoruga-Wurzel habe ich. Den Tonku kann ich mehr reparieren. Das kann ich jetzt. Mit diesem scheint Jahre. So, dann haben wir hier. Die Alraune habe ich. Könnte Trashbart sein, aber ich muss sicher gehen. Ja, haben wir doch schon 10-mal gemacht. Mal sehen. Überraschung, Trashbart. Graugrüne, das muss eine könnte Trashbart, aber ich muss. Als ob, verarsch mich doch, wie ist. So. Jetzt kommt hier das da rein. 2 Unzen Trashbart. Okay, so geklappt. Eine Alraune. Wie das durch den Hals der Flasche passt, weiß ich auch nicht. Soll mir auch egal sein im Endeffekt. Das Taubenei. Etwas, das Krähen anlockt. Die Wurzel. Eine Yoruga. Dann machen wir das. Der magische Eistapfen. Etwas, das vermutlich Feenmagie enthält. Jetzt müssen diese biestigen Krähen nur noch damit in Berührung kommen. Sehr schön. Au, heiß! Was dir gar nicht zu erwarten war, dass das heiß ist. So. Das ist ein Zauberungsmittel. Was passiert, wenn die Krähen dann entzaubert werden? Wenn sie zu Menschen oder was? Falls die Krähen jede Stadt Banner sucht, wenn es heilt. So, das Banner hängen wir jetzt ja auf. Falls die Krähen. Aber was ist. Das ist deine Falle. Hä? Ja, von mir aus. Dann hoch damit. Das Mittelchen am Banner dran. Okay. Das werden zu normalen, die werden zu normalen Krähen. Fliegen weg. Ins Zauberwort. Die sind nicht mehr vom Seher. Bemerkt, Junge. Der König will dich sehen. Vielleicht schöpft er jetzt neue Hoffnung. Na, endlich. Oh, der König. Eine wahrhaft unglaubliche Geschichte, Vogelfänger. Und du sagst, der Rabe ist der Seher? Alle Tage kommt dieser Vogel zu mir und fordert den Reif des Verbrannten. Er wird Andergast in eine ewige Finsternis stürzen, so wie er es mit Noris Feenwelt getan hat. Du beweist Mut, dich nach deinem plötzlichen Verschwinden erneut vor deinen König zu stellen. Aber missbrauche nicht die Not meines Landes als Ausrede für dein eigenes Versagen. Diesmal werde ich nicht gehen, mein König. Oh, das wirst du. Nicht alles ist verloren. Mit diesem Trank können wir die Krähen von ihrem Fluch befreien. Zu spät, Vogelfänger. Rache und Zorn blenden uns, wie einst, vor 13 Jahren. Vielleicht waren wir damals blind, nicht der Seher.
sie da? Oh nein. Der König und der Vogelfänger. Ein Bild wie aus einem Märchen. Wo sind eure glänzenden Ritter hin, mein König? Erspare mir deinen Spott, Seher. Du bist enttarnt. Ihr glaubt dem Unglücksbringer? Was kümmert's mich? Ich habe die Schleier der Zeit zerrissen und Satinav selbst ins Angesicht geblickt. Das Schicksal eilt heran. Unaufhaltsam. Schon steht es in eurem Thronsaal. Genug davon. Was willst du? Ihr kennt mein Angebot, König Zornbold. Gebt mir den Reif oder stürzt mit den Trümmern eures Reiches in die ewige Finsternis. Entscheidet euch. Was soll es sein? Mein König. Schweig. Du willst meine Entscheidung, Seher? Du sollst deinen Reif bekommen. Das war so klar. Ich werde dich damit deine Asche krönen, sobald du erneut und endgültig verbrannt bist. Oh, okay. Nein, ein weißer König. König. Das ist nicht das Ende, das ich sehe. Wir hatten gehofft, es würde enden, als wir ihn verbrannten. Doch jetzt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Was, wenn seine Prophezeiung über dich wahr ist? Nur der Seher selbst beschwört Unheil herauf. Er hat Ritter Eulderich und Magistra Dorota ermorden lassen. Und Gwinling. Er hat Nuris Heimat ins Unglück gestürzt. Und er hat die Krähen nach Andergast gerufen. Jetzt hat er Nori entführt. Sie muss die Harfe spielen, bis sie zu einer traurigen Fee wird. Deine Entschlossenheit verdient Achtung. Doch auch du bist nur ein Mensch. Erwarte keine große Hilfe von mir. Zu viele Männer habe ich bereits in den Tod geschickt. Majestät, gewährt mir Zugang zur Magierakademie. Das ist meine einzige Bitte. Die Akademie? Was erwartest du dir davon? Ich muss mit dem Feenforscher reden und mehr über die Zauberharfe erfahren. Du scheinst ein gutes Herz zu haben, Geron. Ich werde dir ein Schreiben geben, das dich als meinen Gesandten ausweist. Hab tausend Dank, mein König. Viel Glück, Vogelfänger. Ich hoffe, du kannst deine Freundin retten. Aha. Jetzt haben wir ein Schreiben vom König. Ein Freibrief für die Akademie. Sehr schön. Na dann retten wir die Fee und das Königreich. Mit Hilfe der Akademie. Hallöchen. Ich hab da was. Schaut hier. Ein königlicher Freibrief. Also, lasst mich rein. Nicht so voreilig. Tatsächlich. Das königliche Siegel. Also gut, Vogelfänger. Tritt ein. Aber ich merke mir dein Gesicht. Tja. Es wird nicht schwer. Schätze ich. Oha. Menschenfreund. Dort oben brennt. Eigenschaft freigeschaltet. Ein Loch im Boden. Ein Loch, nicht einmal einen Spann tief. Der Kreis der 12 Götter. Müssen wir da auch gleich noch was mitmachen? Passt nicht. Schön, dass wir die ganze Zeit mit einem blutigen Tatwaffe rumlaufen. Auch interessant. Fest verriegelt. Hallo? Niemand macht auf. Die Tür war fest verschlossen. Oha, der Feenforscher. Du lebst noch. Bei Satinavs ungetrübtem Blick. Ich war mir sicher, der Seher hätte dein Schicksal besiegelt. Der Rabe ist der Seher. Er hat Nuri. Aber ich war in ihrer Welt. Langsam, langsam. Eins nach dem anderen. Hier bist du vorerst sicher. Okay. Nuri ritten Neuigkeiten des Feenforschers. Was gibt es Neues? Was willst du wissen?
Wie ist es euch ergangen? Der Weg nach Andergast war beschwerlich. Vermaledeite Krähen und seelenlose Feenkreaturen. Aber schau her, ich lebe noch. Was ist mit eurem Bein? Ach, mich hat schon Schlimmeres gebissen. Soll ich dir von dem Feenzahn erzählen, den ich einst fand? Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit, Giacomo. Habt ihr alles Wissen zusammengetragen, nachdem wir suchen? Tja, Magistra Dorota zufolge besitzt die Harfe große chaotische Macht, unbekannten Ursprungs. Sie scheint unzerstörbar und der Versuch, sie zu spielen, ist für Menschen tödlich. Ich habe das Gefühl, das ist kaum mehr als zum Anfang meiner Reise. Wisst ihr nicht noch mehr? Die Harfe ist nicht nur Quell der Krähenplage. Seit Nuri sie spielt, sendet sie uns einen nicht enden wollenden Krähensturm. Wenn ihr wirklich nicht mehr herausgefunden habt, müssen wir wissen, wo die Harfe ist. Das, hat die Magistra leider nicht verzeichnet. Es muss weitere Aufzeichnungen geben. Doch die Bibliothek ist groß und ungeordnet. Uns bleibt keine Zeit, Giacomo. Wir müssen jetzt schneller suchen. Erzählt mir von diesen Warträumen, die die Andergaster plagen. Der Wahnsinn grassiert. Düstere Bilder der Zukunft, die nur wenige ertragen. Wie kann man sich davor schützen? Nun, ich habe einfach seit Tagen nicht geschlafen. Das ist aber keine dauerhafte Lösung. Wieso sendet der Seher Warträume? Will er alle verrückt machen? Ich befürchte viel Schlimmeres. Er sammelt mit der Macht der Harfe alle Träume, um Satinav zu überlisten, um aus allen Träumen die Wahrheit über die Zukunft zu erlangen. Er sagte, er will eine Katastrophe verhindern und selbst nicht sterben. Er muss seinen eigenen Tod gesehen haben. Er fordert das Schicksal selbst heraus, indem er die Gesichter von Tausenden zusammenfügt, um zu wissen, was geschehen wird. Das ist doch verrückt, oder? Ist so etwas überhaupt möglich? Mich kümmern nicht seine Pläne, sondern seine Taten. Und diese bringen Tod und Verderben. Wegen etwas anderem. Seit dem Krähenangriff im königlichen Gemach hatte ich immer wieder diesen einen Traum. Von der Hinrichtung des Sehers. Krähen haben dich vom Seher träumen lassen? Sehr beunruhigend. Im Feenreich konnte ich diesen Traum endlich enträtseln. Auf dem Scheiterhaufen muss der Seher seine Seele in den Körper des Raben gerettet haben. Mit Hilfe eines verzauberten Reifs. Diesen fordert er jetzt vom König zurück. Das geheimnisvolle Artefakt des Sehers, das damals aus der Asche geborgen wurde. Exakt das. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Alles. Wisst ihr, wo dieses Artefakt heute ist? Keine Magie konnte den Reif berühren. Er ließ sich weder entzaubern noch zerstören. Deshalb sollte das Ding in der Akademie sicher verwahrt werden. Magister Eichwart hat es in Verwahrung genommen, als sich der Seher wieder offenbarte. Ich suche in der Bibliothek, ob es dazu noch Aufzeichnungen gibt. Wer ist Magister Eichwart? Die Vizespektabilität der Akademie, Hüter des Reifs des Sehers. Er hat sich seit Tagen in seiner Studienkammer eingeschlossen. Du findest die Kammer direkt neben der Treppe in der Halle. Doch er hat die Tür magisch verriegelt. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt. Du musst irgendwo einbrechen. Wisst ihr, wie ein Seelentausch möglich ist? Eine schwierige Frage. Zwischen Himmel und Welt verborgen? Bitte, Giacomo. Erklärt es mir so einfach wie möglich. Tja, also gut. Jedes Wesen besitzt neben seinem körperlichen Leib auch ein magisches Geflecht, den Astralleib. Darin, tief verborgen, so heißt es, sitzt unsere Seele. Mit machtvoller Magie mag es möglich sein, die Astralleiber zweier Wesen zu öffnen und ihre Seelen zu tauschen. Und so hat also der Seher das Artefakt, um wieder einen menschlichen Körper zu haben. Das steht zu vermuten. Vielleicht sogar den des Königs. Was sagst du da? Ach, nur ein Gedanke. Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Wie hat Gwynling immer gesagt? Um einen Vogel zu fangen, brauchst du zwei Dinge. Das richtige Netz und den richtigen Köder. Warte, das ist gefährlich. Wieso? Wenn der Seher den Reif begehrt, wird er womöglich leichtsinnig. Oder wir spielen ihm das Artefakt erst in die Hände und verursachen selbst, was wir eigentlich verhindern wollten. Wem erzählt ihr das? Aber wir sind keine Sklaven der Zukunft und ich sehe keine Alternativen. Ich werde dieses Artefakt schon finden. Wie meint er das? Sie ihm das Artefakt geben und dann den König erdrosseln oder wie? Wegen etwas anderem. Ich muss Nori retten. Solange sie die Harfe spielt, wird der Krähensturm des Seers nicht enden. Und bald ist auch sie hoffnungslos verloren.
In Fabulons Namen, ich werde dir helfen mit allem, was ich weiß. Aber du wirst allein gehen müssen. Mein verletztes Bein hält dich nur auf. Ja. In Noris Welt habe ich die Harfe der Traumweberin entdeckt. Die Harfe der Traumweberin? Oh, ich darf nicht neidisch werden. Erzähl mir davon. Was bewirkte sie? Sie hilft, sich bösen Träumen zu stellen und diese zu überwinden. Aber der Königin brachte sie auch dunkle Träume. Dunkle das Träume für das ganze Volk. Bei Satinav, ich ahne Schreckliches. Die Harfe des Seers beschwört die Krähen herauf. Und diese bringen die dunklen Wahrträume unter uns Menschen. Finstere und gefährliche Feenmacht. Das heißt, man muss beide mein Leben stoppen. Bin gleich zurück. So, wir müssen jetzt irgendwie die... Wir müssen die verdammte... Braucht ihr dieses magische Guckglas noch? Die Lupe? Das genau, Artefakt gefunden. Bring sie aber zurück. Die Handschrift der Magistra Dorota ist winzig. Ich nehme euch das weg. Ihr braucht einen klaren Geist. In vino veritas. Ja, sicher. Schreibt es auf und hängt es an die Wand. Vino veritas. Oha. Die Aufzeichnungen dazu liegen alle beim Feenforscher. Ah, sieh an. Um dich vorm Zauber der Feen zu schützen, male ein Schweinsköpflein an deine Tür. Hätte ich das nur früher gewusst. Vielleicht finde ich hier noch etwas zur Harfe des Seers. Spar dir die Mühe. Ich habe das ganze Regal durchwühlt. Magistra Dorota hat nichts weiter hinterlassen. Ja. Hier steht etwas über Seelenwanderung. Von finsteren Droiden wird gemunkelt, dass sie ihr Seel mit einem Tier zu tauschen vermöchten oder einem anderen Menschen gar. Da wandeln sie dann von Seel zu Seel und leben sogar viele Jahre. So lang, als bis ihr eigen Seel zum Namenlosen fährt. Auch manchem Feenvolk sagt man nach, dass sie solch Zauber sprechen. Nur tun sie's rein zum Spaße und treiben miteinander so ein lustig Spiel. Tja. Ein bisschen Recherche hier. Weshalb Andergast obsiegen wird. Andergast erstrahle. Efferdan der Erste. Hier ist die Geschichte, wie er vor 13 Jahren mit den Helden auszog, um den Seher zu besiegen. Aber auf der Reise wurde er verletzt und musste zurückbleiben. Der 13. Krieg gegen Nostria? Der 14. Krieg gegen Nostria? So viel Zeit habe ich nicht. Eine Notiz zum Seher. Bedauerlich ist sein Feuertod angesichts der versäumten magischen Observation. Wie erlangte er sein Wissen über die Zukunft? War er ein Druide oder gar Hexer? Schien er sich zugleich doch auch feischer Zaubermacht zu bedienen. Die Untersuchung seiner Überreste blieb ergebnislos. Geografie. Hunderte von Büchern über Andergast und eines über Nostria. Über Feenwelten. Gar merkwürdig anzusehen sind die Wesen der Anderswelten, von denen man oft nicht eindeutig ersehen kann, ob sie nun Zweibeiner, Tier oder Pflanze sind oder Einsiedlernasen. Über Nostria. Flach und hässlich. Wie eine Scholle ist das Königreich Nostria. In modrigen Tümpeln angelt der gemeine Nostriaker nach seinen Salzarelen. Das weiß ich doch alles schon. Mathematiker. Mathematik. Viele Krähen ergeben einen Schwarm. Mehr muss ich dazu nicht wissen. Okay, dann haben wir das, würde ich sagen. Okay, Schriftstafeln. Warum können Magier nicht einfach in der gemeinen Sprache schreiben? Warum können Magier nicht... Pro-
Prosapientia discere. Pro animum abstinere. Pro regnum mori. Für die Weisheit lernen, für den Geist sich enthalten, für das Königreich sterben. Ich sterbe lieber für Nuri. Wie wäre es denn, wir überleben stattdessen alle? Das wäre eine gute Idee. Quid est veritas? Was ist Wahrheit? Keine Ahnung. Ist mir im Augenblick auch gleich. Sehr nachvollziehbar. Das war ja eine rhetorische Frage. Ne discere cessar. Höre nicht auf zu lernen. Tiefsinnig. Allerdings, wenn das eine rhetorische Frage war, dann braucht der Schriftsteller und dieser Schriftsteller einen Rhetorikkurs. Eine weitere Schriftstafel. Andergast vivat, Andergast crescat, Andergast floriat. Das würde uns keiner besetzen. Fatum est in scriptum. Eus causa discimus. Und den Wandsteppich? Oha. Allerhand. Oha, ein zugenagtes Fenster. Oha. Können wir das vielleicht entnageln? Viel zu klein, um das Fenster aufzubrechen. Warhaus mit der Tatwaffe. Ein Ungeheuer. Ist das ein junger Höhlendrache? Ach, es wird schon seine Richtigkeit damit haben. Tot, hoffe ich jedenfalls. Das ist doch eigentlich ein Rabe, oder? Hoffentlich nur eine Krähe. Hier steht etwas. Über den Käfig des Asmodeus. Was immer hineingetan wird, kann nie mehr herausgenommen werden. Außer vom Meister Asmodeus höchst selbst. Aber Meister Asmodeus ist schon seit Jahren tot. Eus causa discimus. Eus causa discimus. Er hat alles mit diesem Spruch vollgekritzelt. Eus causa discimus. Ja, exakt. Ein Zauberhut. Eus causa discimus. Eus causa discimus. Ja. Quod dei benevertant. Die Götter werden dir nicht mehr helfen. Was? Eus causa discimus. Na dann reden wir mal mit ihm. Magister Eichwart, was ist mit euch? All die Gesichter. Tausende Splitter. Hier sind. Bewahre meinen Geist. Eus causa discimus. Eus causa discimus. Okay, das ist keine große Hilfe. Wo finde ich das Artefakt des Seers? Der Ralf, er will ihn. Eus causa discimus. 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 Eus causa. Das ist komplett wahnsinnig. Eus causa discimus. Eus causa. Ich hab hier verstanden. Eus causa discimus. 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 Eus. Yeah. Eus causa discimus. Ich verstehe. Blutiger Speer. Allmählich befällt auch mich der Wahnsinn in dieser Stadt. Ich muss diese Gedanken bekämpfen. Hätte ja klappen können. Eus causa discimus. Eus causa discimus. Feuerstein. Eus causa. Ja, ja. Eus causa. Eus causa. Nein. Eus causa. Eus causa. Eus causa. Eus causa. Jo. Eus causa discimus. Eus causa discimus.
für... Wie heilt man einen verwirrten Geist? Dann zerstören wir ihn noch mehr. So nicht. Tja. Dann gehen wir wieder, oder? Dann reden wir mit ihm darüber. Was bedeutet Eius Causa Discimus? Magister Eichwart wiederholt immer nur diese eine Formel. Aha, das kann ich dir sagen. Es bedeutet, ihretwegen lernen wir. Ein bekannter Spruch unter Gelehrten, der sich auf Hesinde bezieht, die Göttin der Weisheit. Was will der Magister damit sagen? Beim Barte des Kobolds, wenn ich das wüsste. Der Wahnsinn hat wohl auch ihn erfasst. Ja, gut. Bin gleich zurück. Quid est veritas? Was ist Wahrheit? Keine Ahnung. Ist mir im Augenblick auch gleich. Sehr nachvollziehbar. Hm.